Janosch? Janosch? Hey Leute, ich werde oft gefragt, wie man Content Creator wird und so viele Follower bekommt. Und ich sage, sei einfach ehrlich mit dir selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, warum sollte es ein anderer tun? Oft sagen die Leute dann, ich finde mich schon okay. Das ist schwierig. Okay, interessiert keinen. Okay, klicke ich weg. Wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt und ehrlich guckt, wo ihr seid. Was soll der Scheiß? Es tut mir leid, ich wollte raus. Janosch, was erzählst du da bitte für einen Scheißdreck? Was ist mit meinem Sohn passiert? Hä, was willst du jetzt bitte von mir? Das ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Was ist denn aus der Fernsehzeitung? Du hast da die falschen Freunde ausgesucht. Diese Leute, diese Nelly, die machen daraus dir ein Abziehbild. Ja, nee, danke schon, klar. Tschüss. Machst du das für die? Dass du denen gefällst, oder was? Das musst du nicht, Janosch. Du, das Leben ist doch... Das ist doch nicht so, wie es von außen ausschaut. Das ist so, wie es sich anfühlt. Eben. Haben wir irgendwas falsch gemacht, deine Mama und ich? Wir haben dir doch was anderes vorgelebt als so eine reine Oberflächlichkeit. Ja. Bedeutungslosigkeit. Nur weil du dich mit diesem Leben zufrieden gibst, muss ich das doch nicht. Jetzt setzen sich für Kältebusse ein. Letzte Nacht haben sie wieder einen kältetoten Obdachlosen unter der Wittelsbacher Brücke gefunden. Alter, echt? Scheiße. Aber wer bei der Kälte unter einer Brücke schläft, muss auch einen Dachschaden haben. Oh, du Assi. Ich verstehe nicht, wieso du immer so rumnörgelst. Ich meine, du hast doch alles. Schau dich um. Ja, was bringt ein voller Kühlschrank, wenn man nie zusammen isst? Nelly, was denkst du, wenn ich Party sag? No way, Janosch. Wir wollten doch heute endlich mal wieder zusammen chillen. Kein Bock? Janosch, ich hasse Partys. Es ist immer das Gleiche. No, diesmal wird es anders. Das wird so fett, Nelly. Ich hab gedacht, heute ist Bestie Quality Time. Aber da gehen alle hin. Ach, bitte, Nelly. Bitte, bitte, bitte. Ich hab nichts zum Anziehen. Oh, Mrs. Nelly Mahler, Jesus Christ, du hast ein ganzes Zimmer voll mit Sachen zum Anziehen. Du hast mir die noch nicht geschenkt. Hm? Partnerlook? Hm? Wenn du willst, kannst du sie haben. Bist du verrückt? Gut, dann will ich sie behalten. Geschenkt ist geschenkt. Selfie-Time! Was geht, ihr süßen Muschis? Hey, hey. Habt ihr schon von der Party gehört heute unterm Hauptbahnhof? Safe! Kommst du mit? Ja, klar. Alter, die Location da ist so fett. Ich kenne sie, ich hatte da unten mal was mit so einer Business-Maus. Mhm. Pass auf, ich zeig's dich. Mhm. Du kommst nicht mit, ich hab keinen Bock auf Stress. Hä, wieso Stress? Wir gehen einfach feiern. Kannst du jetzt einfach gehen? Oder kannst du einfach gleich ganz ausziehen? Nimm mir doch einfach eine von Papas Wohnungen. Tschüss. Zieh du doch raus. Bis später. Nein, bis nicht später. Du hast nicht alles verdient, Bitch. Follow the diamond. Oder wie ist das denn? Hätte man auch vor der Party sauber machen können.
ist ein Muschi. Komm, wir gehen mal davor, ist besserer Sound. Fiona, wenn du das hörst, rufst du mich zurück, ja? Woher weißt du von dieser Party? Wer hat dir davon erzählt? Ruf mich an, ja? Ah, fuck! Scheiße! Ich nehme meine Tochter gleich mit. Lisa, ich habe mir Sorgen gemacht. Hast du in den Nachrichten gehört? Ist alles gut, ich habe das im Griff. Ich schwöre, ich bin sofort hierher gefahren. Geht's dir gut? Ist da irgendwas passiert? Nein, ich wüsste das nicht, wirklich nicht. Willst du mit nach Hause kommen? Ich meine, zu mir. Nein, ich kann nicht. Ich muss das hier in Ordnung bringen. Dann ist es ein bisschen zu spät vielleicht. Komm, ich nehme dich mit nach Hause. Ich brauche keinen Babysitter. Na gut, aber dann ruf mich gleich an, wenn du zu Hause bist, ja? Papa? Ja? Nimmst du mich doch mit? Wenigstens rein, hier sind überall Kameras. Push
Nicht, dass dein Türsteher wartet, bis jemand klopft. Leave it, Baby. Let's go home. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir könnten zusammen ein Video aufnehmen. Ich habe mir gedacht, wie so eine Art Suchaufruf. Was soll die Scheiße, hm? Sorry, kannst du uns reinlassen? Bitte. Was, ich bin bescheuert? Ich glaube überhaupt nicht, dass du bescheuert bist. Snobte Scheiße. Ich kann auch dafür bezahlen. Kannst du uns reinlassen? Bitte. Du kommst mit. Er nicht. Okay, cool. Ich halte hier oben die Stellung. Warum er nicht? Weil ich sag. Okay, dann gibst du mir bitte die Hälfte der Kohle wieder zurück. Du wartest hier auf mich, ja? Also, wo willst du hin? Ich suche eine Tür. Ich glaube, die war blau. Da wurde mein Bruder zuletzt gesehen. Ein Gang, der von hier wegführt und dann nochmal. Ich weiß nicht so genau. Ach so, ja. Janusz wartet drin auf dich. Wir machen uns mit. Endlich! Was ist los mit dir? Du hast gesagt, du wartest auf mich. Ja, ich weiß, sorry. Ich wollte mich lieber nützlich machen. Hast du schon gesehen? Was? Na, mein Posting. Hey, ihr Lieben. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist mein Freund Max seit gestern vermisst. Viele von euch kennen ihn bestimmt aus meinen Stories. Wir machen uns mega die Sorgen. Er ist seit der Katakombenparty verschwunden. Also ihr Lieben, wenn ihr irgendwas von ihm wisst, wenn ihr ihn irgendwie auf der Party oder danach gesehen habt, bitte, 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 schreibt in die Comments. Seine Freunde und seine Familie vermissen ihn. Max, wenn du das hier siehst, bitte komm nach Hause, ja? Hashtag Find Max. Vergiss niemals, wie wichtig Freunde sind. Zeigt es ihnen jeden Tag. Bye, guys. Was ist los? Janusz, das da unten, das ist riesig. Es geht ewig weiter. Hinter so Toiletten sind noch ganz andere Gänge und so. Da leben wirklich Leute. Die eine aus der Tiefgarage, die hat mir alles aufgesperrt. Die kennt sich da unten mega aus. Die lebt da, so richtig. Und die will mir helfen. Krass. Aber hey, es bleibt unter uns, okay? Promise. Ja, Moment. Ich habe einen Kaffee für Sie beim Security vorbeigeschmuggelt. Ja, danke. Und, haben Sie ihn verhört? Hat er was Neues sagen können? Was? Ja. Der Kleine, der Seiler. Woher? Ist gerade an mir vorbeigerannt. Warum interessiert Sie diese Sache eigentlich so? Ermittlung. Ich suche eine Verdächtige in einem anderen Fall. Die war wohl auch auf dieser Party. Das ist jetzt euer Gebiet. Der Hauptbahnhof ist mein Gebiet. Da kenne ich mich aus wie sonst niemand. Helfen Sie mir. Ich helfe Ihnen. Deal? Anscheinend leben da unten Menschen. Und das wusste niemand? Oder wollte es nur niemand wissen? Hm? Naja, neu ist es nicht. Wenn die Stadt die Menschen da unten raus haben wollte, hätte man nichts was unternommen. Denen da oben ist doch alles recht, damit ihre schöne Stadt sauber bleibt. Das Stadtbild. Jetzt kann keiner mehr wegschauen. Da wohnen die? Ja. Und über den Tatort kommt man dahin?
sie nicht umsonst. Trotzdem. Was, wenn die Freaks wieder auftauchen? Die hatten echt keinen Bock auf mich. Kannst du mal aufhören, Freaks zu sagen? Ich nenne dich auch nicht die ganze Zeit Tussi, oder? Sorry, das war ja nicht... Lass es einfach. Und weißt du was? Man kann auch in Deutschland durchs Raster fallen. Du musst nur aus dem Land kommen, das wieder als sicher erklärt wird, wenn man die Flüchtlinge von damals loswerden will. Also wirst du abgeschoben. Dann hast du blöderweise einen Arschlochmann, der dich dort grün und blau prügeln würde. Also musst du untertauchen. Oder du bist drogensüchtig. Ich weiß, die wenigsten wissen, wie es ist. Ist beschissen. Glaub mir, dann fliegst du auch aus allen Notschlafstellen. Was dir bleibt, ist die Illegalität. Ich find's ja gut, dass du dich dafür interessierst, aber komm mir nicht mit diesem, es ist so, ich studiere das Scheiß. Sorry, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Jay. Das da unten, das ist riesig. Es geht ewig weiter. Hinter so Toiletten in ganz andere Gänge und so. Verpiss dich, du hast hier nichts verloren. Da leben wirklich Leute. Habt ihr schon von der Party gehört heute unterm Hauptbahnhof? Safe, kommst du mit? Millionärssohn und Maximilian Mahler, Sohn der Münchner Stadtbaurätin, wurden seit der Party unter dem Münchner Hauptbahnhof nicht mehr gesehen. Jetzt kann keiner mehr wegschauen. Seine Mutter tut alles, um ihre Kinder zu beschützen. Ich hätte besser auf ihn aufpassen müssen. Die sogenannten Katakomben, das unterirdische Netzwerk aus Versorgungsgängen, ist größer als erwartet. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Und jetzt verpisst euch wieder. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Wie oft war dein Bruder schon da unten? Kannst du uns reinlassen? Wir suchen meinen Bruder. Die reichen Scheiße. Wir stecken in verdammt große Schwierigkeiten. Ich habe nichts zu verlieren. Was hat das mit dem schwarzen Engel auf sich? Was ist das? Was wollen die? Ich warne dich. Unterschätze mich nicht. Bitte! Hilfe! Hilfe! Sofort! Wegen deiner scheiß Sonnenblume ist die einzige Chance, Max zu finden! Thank you.